Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Gaia. Wir sind jetzt hier wieder in der City. Letztes Mal diesen Tower beendet. Wir haben die Bad Guys besiegt in der Höhle und so weiter. Leider mit einem Tod raus, aber ich glaube an sich alles easy. Ganz entspannt. Wir haben auf jeden Fall jetzt die HM Surf. Wir bekommen neue Encounter. Wir können auch neue Places besuchen. Ich habe schon ein paar Sachen abgecheckt, wo ich so hin kann, aber eigentlich nicht viel, was ich irgendwie holen kann oder so. Von dem her auch nichts, was ich brauche. Von dem her, können wir einfach weiterschauen. Und zwar müssen wir jetzt diesen einen Weg nach unten. So, jetzt sehen wir hier Spargast Span. So. Sehr cool, sehr entspannt. Feier ich. Nehmen wir einen Confused Ray. Ja. Ich weiß noch nicht ganz, ich glaube, wir können hier einfach mal mit einem Pokéball unser Glück versuchen, solange er sich noch ein bisschen vielleicht selber verwirrt. Einfach mal probieren. Eins, zwei, drei. Ganz spannend, ganz entspannt, ganz spannend. Tentacool, sehr geil. Finde ich gut, der Encounter. Kann einem helfen. Irgendwie gibt es doch so eine Suppe. Und zwar... Po heißt sie, glaube ich. Po Soup. Nicht mehr. Ich glaube, hier wäre noch Gras gewesen. Da hätten wir vielleicht auch noch was holen können, aber drauf geschissen. Gab's da noch irgendwas? Ja. Aerial Ace. Weg. So, jetzt mussten wir doch hier außen rum. Trainer will ich nicht facen. Immer schön außen hier. Immer hier an diesem South Sea Stretch. Yes. Super. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Bin am Rand wieder. Auf Low. Okay. Gehen hier dodgen. Balloon Way sind wir jetzt. Da gab es doch so eine Dame, die mich hielt. Der fight jetzt einfach. So. Kann ich nämlich immer wieder hier zurückgehen zum Healen. Das ist eigentlich auch ganz nice. Nice. Times, mhm. Ja, Poison kommt rein, sehr gut. War noch ein Poison Fang einfach. Und noch ein Poison Fang. Was es Walloon wäre alles für Pokémon gibt. Ja, dann. Fancy.
Ja, wir bleiben bei Poison Fang. Auf Bolt. Die hielt sich direkt hier hoch, aber vielleicht direkt tot. Jawohl. So, jetzt kann sie uns healen. Korrekt. Mal gucken, was, was denn das Level Cap ist. 36, okay. 36 muss trotzdem ein bisschen aufpassen. Boah, okay, wieder so ein Erdbeben. So, als nächstes kommt Apoom. Was auch immer das sein soll. Okay. Halten wir ihn mal. Low Sweep. Toll. Weg. Der Kollege. So, jetzt müssen wir hier außen rum. Okay, er will uns auch fighten. Haben Low Sweep. Weg mit denen. Weg. Weg. Zack, Alter. Nochmal frisch. Junge, den mache ich auch frisch. Oh, mir ist scheißegal, ob es hier richtig krank regnet. Könnte auch stürmen, ich mach dich weg. Ah, nicht ganz. Okay, High Jump Kick. Quick Attack. Zack, weg mit ihm. Ist ganz entspannt machen wir die weg hier. Switchen wir mal zu Steak. So, hier wieder Surfen. Yes. Wir müssen ja hier nicht unbedingt fighten. Wir können jetzt hier auch einfach noch durch. Ihn muss ich leider fighten. Er hat aber eine Nummel als Irrschluss, deswegen werde ich auf Fischen Chip switchen. Nur die, die wir müssen, fighten wir auch. Ganz ehrlich, weil viel zu viel Risiko, dass wir vielleicht einen Pokémon verlieren, wenn wir jetzt einfach jeden Fight annehmen. Und wir brauchen die Level ja nicht. Wir können hier einfach weitergehen. Jeder Fight, den wir unnötig nehmen könnten, unnötiger Tod sein, deswegen lassen wir das. Probieren nochmal einen Surf. Ja, easy. Wirklich entspannt. Fish and Chips gar nicht so mint, wie ich eigentlich dachte. Ich dachte wirklich, der Schrott. Woll. Loontown. Können wir hier eins fangen. Ein Arbok. Ja. Gibt's Schlimmeres auf jeden Fall hier. Aber kann man auch auf jeden Fall arbeiten. Takeout. Flinch, jawohl. So, jetzt machen wir mal hier ein Bubble Beam. Oh. Nur einiges an Damage. Oh, es war ja Rain. Rit hat hier gekillt. Ich würde einfach sagen, Pudding hat eigentlich einen ganz gute Defense-Werte. Setzen wir ihn rein. Wenn er Crunch einsetzt, sowieso. Wäre gar kein Problem. Jetzt kommen eh die Bälle.
Synchro, sehr gut. So. Ja. Schade. Hier werden wir aber mit Ultrabälle werfen. Ich glaube, die Chance mit einem Pokéball ist nicht ganz so groß und über einen Ultraball. Schade. Wieder ein Ultraball. Eins, zwei, drei. Sir. Bitte. Easy. Nocci. Auf jeden Fall hier ins Gras gehen. So, was kriege ich? Ein Tangela. Hm? Takeout. Bubblebeam, gar kein Problem normalerweise. Bubble Beam jetzt setzen. Knockoff. Okay. Ah, ich glaube, ein Crit würde killen. Oh, okay. Mal Glück gehabt. Ball. Oh. Tot. Oh mein Gott, Alter. Ein Crit hat auch gekillt. Mal gar kein Sleep oder so. Ein Ultraball, komm. 2, 3, Sir. Ja, Nickname. Das könnte knapp werden. Ja, Guys, ich würde sagen, wir haben jetzt das Ende der Folge erreicht. Wir haben gute neue Encounter gehabt, wir haben die ganzen Routen abgearbeitet und wir sind einfach ready to go. Ich würde sagen, in der nächsten Folge rennen wir diesen Rangers hinterher und werden wir auch demnächst irgendwann den Arena Cup machen. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut, haut rein. Ciao.